Jawohl. Hallihallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht für mich auf das entspannte Tal. Wie ihr seht, ich bin im Auto unterwegs, schon im BMW. Und zwar war ich gerade eben schon am Hermsdorfer Kreuz an der Shell-Tankstelle beim beim Auto sauber machen. Und dabei bin ich ins Reden gekommen mit zwei coolen Typen. Der eine fährt einen neuen Mustang, der andere einen richtig, richtig schönen Dodge Ram. Und da fahren wir jetzt dorthin. Mal gucken, wie das so ist, das Treffen. Das werden wir gleich auf dem... man hört sie. Also ich höre sie, ihr könnt sie nicht hören. Auf das entspannte Tal und dann machen wir ein paar Aufnahmen. Mal gucken, ob ich ein bisschen Autos anschauen kann und vielleicht auch den einen oder anderen interviewen kann, was er vielleicht an seinem Auto verändert hat. Wir probieren es aus. Kamera habe ich ja, wie gesagt, dabei. Zum Fotos machen bin ich ebenfalls da. Also wir sehen uns gleich wieder. Ich kann den Einlass schon sehen. Also stehen wir hier schön in der Schlange. Ich zeige euch das mal. Vielleicht habt ihr was gesehen in der Schlange, dass wir da drauf können auf das Treffen. Also wir sehen uns, wenn ich wahrscheinlich auf dem Treffen bin und geparkt habe. Und dann schauen wir mal rum. Jetzt bin ich auch noch ein kleines Mädchen. Ich habe gerade einen R35 GTR gesehen. Ach, das freut mich direkt richtig. Da freue ich mich richtig drauf, den gleich euch zu zeigen. Aber der steht jetzt momentan so blöd, dass ihr den nicht sehen könnt. Wie ein kleines Mädchen bin ich dann. Wie ein kleines Mädchen. Das ist... ah, das sind so schöne Autos. Sind wir hier? Eine F11, 5er BMW. Auch richtig tief und wow, krasse Felgen drauf. Also ich hoffe, es gibt den einen oder anderen, der mit mir über sein Auto reden möchte. Würde mich nämlich mega freuen und ich glaube, es gefällt euch auch. Und wenn es euch jetzt gefällt, dann drückt einmal auf Abonnieren und auf Liken. Das würde mich nämlich sehr unterstützen. Und schreibt mal unten rein, ob euch sowas gefällt, ob wir sowas öfters besuchen sollen. Also ich habe jetzt ein paar Aufnahmen schon gemacht. Wir haben gegessen. Ich habe da nämlich jemanden gefunden. Ich habe da jemanden gefunden. Möchte nicht ins Bild. Kann nicht im Bild reden. Aber wunderschöne Autos. Zeige ich euch jetzt gleich mal im Detail. Und zwar, ich würde erstmal mit dem... komm, wir fangen erstmal mit dem M5 an. Was hast du denn alles gemacht? Gar nichts. Gar nichts. Komm mal ins Bild rein. Ja, hallo. So, wir haben einen schönen M5 hier stehen. Genau. Welche Baugeneration? F90 M5 Competition. In Competition, okay. Und was hast du denn schon alles Schönes gemacht? Spurplatten hat er drauf, dezent und eine Venturi-Ansaugung. Vom Fahrwerk her ist aber... das ist noch original. Mit der Höhe? Original. Also ich zeige euch das jetzt gleich im Detail, das Auto. Auch mit der Höhe und allem drum und dran. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, dass das KW Federn, die Federn zumindest drin sind. Der Competition ist, ich lasse mich nicht lügen, 1 cm oder 0,5 tiefer wie der normale M5. Ah, okay. Haben sie noch überarbeitet, das Fahrwerk. Okay. Ja. Das heißt, du hast Spurplatten drauf, du hast Venturi-Ansaugung. Die hast du aber noch nicht lange drin, ne? Die habe ich jetzt erst... 1,5 Monate drin. Okay. Hat ziemlich lange gedauert, die aus England. Wahnsinn. Lieferzeiten, aber lohnt sich. Lohnt sich. Okay, na, das ist schon mal ganz gut. Und was hast du noch? Ich sehe hier, es blinkt mich an. Hell. Genau, eine RTK7, Blaulichtbalken, halt für Treffen. Als Showzweck. Ne? Ja. Und wie? Du fährst damit nicht auf der Straße rum? Nee, das ist ja vergessen. Wirklich, da gibt es Stress. Nee, ist wirklich okay. Für Treffen oder auf Messen. Aber generell. Wie ist denn das jetzt halt eigentlich mit der Folierung? Hast du damit schon überhaupt jemals Probleme gehabt? Nein, gibt's, ist ja alles erlaubt. Die Streifen reflektieren nicht. Okay. Und die Folie, das ist alles erlaubt. Steht ja nicht Polizei drauf, also gibt es überhaupt gar keine Probleme. Okay. Na? Okay. Na, das ist doch schön. Genau. Hast du noch Veränderungen vor? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, jetzt fällt mir erstmal nichts ein. Okay. Vielleicht mal gucken, ich weiß es noch nicht. Okay. Was wäre deine Traumveränderung? Das ist eine große Frage. Was heißt Traumveränderung? Eine Veränderung, wo du vielleicht sagst, es würde so viel kosten, dass du es nicht machen würdest, aber es wäre so ein kleiner Traum. Gibt nicht. Gibt nichts? Passt so eigentlich. Okay. Also gibt dann halt noch schnellere Autos, ja. Ja, aber ich meine jetzt bei dem Fahrzeug. Vielleicht mal ein paar Felgen, mal andere drauf, ja.
Sonst nicht. Bin ich eigentlich vollkommen zufrieden. Das freut mich doch zu hören. Dann mache ich jetzt mal gleich die Teilaufnahmen, die habt ihr jetzt bestimmt schon gesehen. Mal gucken, wie ich es schneiden werde. Jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen. Also, wir haben jetzt Stand jetzt aktuell 10 vor 8, also 19.50 Uhr haben wir jetzt. Die meisten Leute oder viele fahren jetzt schon nach Hause. Ich werde jetzt auch mein Zeug packen. Ich habe Fotos gemacht. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Ihr habt vielleicht das eine oder andere Auto gesehen oder euer eigenes Auto vielleicht gesehen. Für die Leute, die es interessiert, die Fotos werde ich online stellen. Ich habe unten in der Beschreibung habe ich einen Link rein. Da werdet ihr dann auch das Ganze finden, wo ihr das auch downloaden könnt oder wo ihr euch auch die Bilder holen könnt. Ich mache mich jetzt nach Hause. Wir haben das Auto mal ein bisschen sauber gemacht, was ich sehr schön finde, weil ne, hier ist nicht mehr alles gelb und sonst was, sondern wieder schön von der Farbe her. Haben wir schön alles durchgemacht. Hier habe ich noch ein paar Punkte vergessen. Naja. Aber sollte es euch gefallen haben, würde es mich freuen, wenn ihr, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Like da lassen und ein Abonnement, denn das hilft mir extrem für das nächste. Vergesst nicht, im nächsten Video sind wir beim Driften, also seid gespannt, abonniert und dann geht es nämlich zum freien Driften mit diesem BMW hier. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis dann, macht es gut, ciao.